Ja, ich bin Jochen Mieland. Wir leben hier in der Westermarsch, eine reine Grünlandregion. Wir bewirtschaften 94 Hektar und melken 116 Kühe. 2015 hatten wir da ein bisschen Probleme mit der Eutergesundheit der Kühe. Ja, diese Probleme möglichst schnell in den Griff zu bekommen, ist natürlich sehr wichtig, da wir auch gebaut hatten, finanzielle Verpflichtung haben und auch die Familie davon ernährt werden muss, ist das natürlich wichtig, auch genug Michel einzunehmen, um die Verbindlichkeiten bei der Bank bezahlen zu können. Es gibt doch häufiger solche Probleme in den Betrieben, dass es im Bereich auch der Melkroutinen Probleme gibt, die dann dazu führen, dass Tiere häufiger erkranken und dementsprechend auch die Milchqualität beeinträchtigt wird. Durch Maßnahmen im Bereich der Tiergesundheit, durch den Tierarzt weiterzuhelfen, sodass wir von unserer Seite aus bei den Melkroutinen Möglichkeiten sahen, hier dem Betrieb helfen zu können. Ja, den besten Erfolg hat, denke ich, gebracht die Vorreinigung, aber auch die Zwischendesinfektion, damit man sich keine, falls da mal was ist, keine neue Kühe mit ansteckt. Aber auch durch das Dipmittel lassen die Kühe sich teilweise besser melken, weil die gepflegtere auch Pflegemittel mit in dem Dipmittel ist und die sich einfach besser melken lassen. Den größten Erfolg, denke ich, hatten wir durch Peradis, ein Persicsäureprodukt zur Zwischendesinfektion der Melkzeuge, um hier eine Verschleppung von Erregern von einem Tier auf das nächste zu unterbinden. Die Zusammenarbeit mit Delaval hat mir sehr gut gefallen, da sie auch eine Fachberatung haben. Und jetzt kommt in gewissen Abständen der Servicewagen auf den Hof und bringt mir die Produkte, die ich brauche. Ich brauche nicht außer Haus und kann hier zu Hause meine Arbeit machen. Und ich werde da rundherum eigentlich sehr gut versorgt. Ja, also die besten Erfolge hat das gebracht. Die Zellzahl ist runtergegangen. Gesündere Euter, gesunde Kühe und die Milchleistung ist gestiegen. Und dadurch auch mehr Milchgeld reinkommt. Dieser Betrieb hat garantiert eine sehr profitable und im Bereich der Tiergesundheit gute Zukunft.